Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dr. Finals Revenge. Ja, genau. So hieß der Hack, genau. Und ja, wir befinden uns immer noch in der zweiten Filey Stage. In der höchstwahrscheinlich letzten Stage des Spiels. Ja, immer noch bei Bayer ist der Simon, das habt ihr wohl schon gehört. Ja, habe ich ja. Ich hab grad schon Hi gesagt oder so. Ja. Bin ich doof oder so? Komm, töt mich. Ernsthaft? Okay, gut, dann halt nicht. Aua. So, wir wissen ja jetzt, dass wir beim Mittelpunkt, beim zweiten Mittelpunkt, dass wir da Carry brauchen. Deswegen muss ich jetzt mit Carry etwas sparsamer umgehen. Aber ich habe ja meinen Hauptcarry da verbraucht in dem einen Raum, wo wo man die Ecksprünge machen musste, die ich dann jetzt ohne Carry geschafft habe. Das werde ich auch ohne Carry machen, weil ich dachte, der Vogel wäre viel gefährlicher. Das wirst du auf jeden Fall ohne Carry machen, weil Carry dir da einen Scheißdreck bringen wird. Ja doch, es würde mir schon was bringen, wenn ich mich konzentriere, aber trotzdem war es einfach nur total dummer Verbrauch. Ich denke mal, dass es ohne Carry einfacher ist als mit Carry. Ja, das bezweifle ich mal, weil das mit den Eckspringen ist echt sauknapp. Das stimmt, aber das Problem ist doch, du musst Carry auf der perfekten Höhe positionieren, sonst reicht die Höhe doch gar nicht mehr aus und den Sprung da. Nein, ich kann Carry direkt über mir nochmal positionieren. Ich kann mich mit Carry sozusagen hocharbeiten. Ja gut, das kann man machen, aber das wäre eine extreme Verschwendung, ne? Deswegen sage ich ja. Ich bin jetzt einfach nur von... Ja gut. So. So, die Blockpassage nochmal. Was meinst du, wie lange werde ich eigentlich noch an dieser Stage hängen? Fragst du mich? Ja, keine Ahnung, deine Einschätzung. Wolf hat 2,5 Parts anscheinend in dieser Stage gesessen. Ja, mit Safe States oder ohne Safe States? Mit. Wie viele Parts sitzt du schon dran? Das ist jetzt der dritte? Ich sage mal voraus, dass du wahrscheinlich im nächsten Part auf jeden Fall bei dem Boss erreichst. Meinst du? Okay, das ist echt hochgegriffen. Ich hab nur nicht besiegen, ich hab nur erreichen gesagt. Ja, hab ja auch nicht von besiegen geredet. Hab schon von Erreichen geredet, als ich gemeint habe, dass es relativ hochgegriffen sein soll. Naja, ich habe ja noch ein bisschen Freiraum gelassen. Weil sonst hätte ich ja gesagt, das war's in diesem Part, aber so übertreiben wollte ich vielleicht dann doch nicht. Aber man weiß ja nie. Deswegen habe ich mir ein bisschen Freiraum gelassen und gesagt im nächsten. So, dann haben wir auf jeden Fall unseren Carry wieder voll. So, was kam jetzt? Ach, jetzt kam die behinderten Kreissägen. Desto schneller du es schaffst, desto besser. So. Ja, mal gucken. Was hältst du denn von der Idee, wenn du diese Passage komplett nur mit Carry machst? Ha, ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das ist auch so gesagt, weil wenn ich die nur komplett mit Carry mache, dann werde ich hier den entsprechenden Fortschritt leichter und schneller, vor allem schneller erzielen, weil man ja auf Carry immer warten muss, bis es zu Ende geht und ja, das ist sehr, 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 sehr lukrativ. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass das eine gute Idee ist, ja. Das ist auch gut, weil das wäre dann nicht so verschwenderisch, weißt du?
Dann kannst du sagen, so, wir sind jetzt ein bisschen sparsam hier, wir verschwenden jetzt nichts. So, für die Passage nehmen wir die ganze Zeit nur Carry. Wäre doch lustig. Kann man die wirklich kriegen? Keine Waffe tötet die? Hast du... Nee, keine Waffe tötet die. Und du hast auch alle Waffen ausprobiert? Ich weiß es. Ach so. Stimmt ja, ich muss ja springen, wenn ich dem Ding entkommen möchte. Vergesse ich jedes Mal, auch wenn das Timing trotzdem ein bisschen schwierig ist. So. Aber ist ja eigentlich egal. Solange ich das letzte Leben habe, ist es ja eigentlich komplett Wurst. Ja. Dum, dum, dum. Ach so, ja. Hier ist die Carry-Passage. Ja, ja. Die Carry-Passage. Ich war beim ersten Mal, war ich ja hier echt verleitet, Carry einzusetzen, aber da habe ich mir gedacht, das kann nicht sein, oder? Da muss irgendwas sein. Hast du auch schon, glaube ich, gesagt, dass das wahrscheinlich für Carry ist? Ich dachte, ja, man mir sieht, so. Aber man sieht ja, dass dann Blöcke erscheinen. Ja. Die lassen ja auch nicht lange auf sich warten. Die erscheinen ja recht schnell. Leck mich doch immer schon Mistvieh. Ich bin noch zu unfähig für die Stelle irgendwie. Was ist mit dem Flashstopper? Ja, wollte ich jetzt doch nicht nutzen. Weil es mir zu wenig gebracht hat an der Stelle irgendwie. So. Jetzt war das so. Ach stimmt, fällt ja einfach. Kann verfolgt dich, du kannst die Leiter greifen, genau. Ich habe relativ wenig Energie, das gefällt mir nicht. So, wie willst du das machen? Mit Carry. Meinst du, dafür braucht man Carry zwangsläufig? Na, ich weiß es nicht, aber ich will es einfach vorsichtshalber machen. Okay, deine Entscheidung. So, das wird es wieder spaßig, während ich hier versuche, diese Ecksprünge zu meistern. Das Coole ist ja, dass es danach ein Leben gibt. Das gibt es. Das heißt, ich habe ja sogar dann nicht mal nur das letzte Leben jetzt, wenn ich die Stelle hier schaffe. Und eigentlich ist diese Stelle hier nur pures Geduldsspiel. Ja, ich würde sagen, noch Pixel weiter. So, noch ein bisschen. Ich kann nicht noch einen weiteren Pixel. Ein weiterer Pixel und ich fall runter. Wenn du das sagst. Das ist der letzte Pixel, auf dem ich stehen kann, siehst du? Okay, wenn du das sagst, ja, okay. Ich glaubte das schon.
Das Blöde ist halt bloß, dass es dir der letzte Pixel nicht zwingend was bringt bei dem Spiel. Deswegen finde ich Ecksprünge hier halt relativ fragwürdig. Ich glaube aber nicht, dass sie luck-based sind. Hast du es mal probiert? Ich glaube nämlich durchaus, dass diese Ecksprünge luck-based sind. Es sieht aber so aus, als würde Mega Man so ein bisschen Schwung bekommen und muss mit dem Schwung, den man hat, ja, dann manchmal, da rausspringen. Aber ich weiß nicht, wenn ich kein Computer bin, ist glaube ich diese Tastatureingabe menschlich nicht 100% machbar. Also es ist auf jeden Fall wahrscheinlich nicht luck-based, aber es ist wahrscheinlich trotzdem noch. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht asozial ist. Asozial ist es wahrscheinlich. Wenn es menschlich nicht machbar wäre, dann ist es, was ich halt vermute, dann ist es durchaus luck-based. Naja, menschlich machbar ist es schon. Wenn jemand das Timing hinkriegt, dass er. Ich hab doch halt gesagt, dass es menschlich nahezu. Also, dass es menschlich nicht machbar ist, dass man das 100% jedes Mal hinkriegt. Das, denke ich mal, ist Übungssache, ne? Nee. Ich hab das schon stundenlang geübt und es hat trotzdem null Effekt gehabt. Gut, dann belassen wir es dabei. Hat ja keinen Zweck. Ich will mich auch nicht streiten. Das sind Pixel und Frame Perfect Jumps. Und du weißt ja selbst, wie schwierig sowas ist. Und was macht ihr heute so, Leute? Zuschauen, wie wir hier diesen Ecksprung versuchen. Zweimal hintereinander. Durch den das einmal geschafft habe, war reines Glück. Ich frage mich, was länger wird. Das Farmen von letztem Mal? Der war gemein, ich weiß. Ja, spannende Screenwechsels. Die sind cool. Hoch, runter, hoch, runter. Ich drück jedes Mal springen. Runter. Ist doch eine coole Sache. Ja, die Leute, die zuschauen, werden Spaß hier dran haben gerade. Es sieht echt teilweise so aus, als würde ich das mit Absicht machen. Armes Deutschland. Wenn ihr schon nichts Besseres zu tun habt, als euch solche Videos hier reinzuziehen. Ich kann nur sagen, Alter. Ich würde es mir nicht reinziehen. Du ziehst es ja aber gerade rein. Ja. Wer hat ein Video, ich hätte abgeschaltet. Komm, jetzt geh da hoch, bitte. Ich versuch's ja, doch. Ja, ne, versuch's du nicht. Mach's extra. Mach's. Ja, geht doch. Siehst du, du machst es gar nicht. Ich versuch's. Es war gerade extra alles, deswegen. Nein, das war nicht extra. Hier brauchst du Carry. Kein Grund, sich snipern zu lassen. Ja, das ist zum Glück einer der Easy Sniper Shows. Müssen ja auch mal vorkommen. Sieht so aus, als müsste ich da oben hin. Ich habe ein bisschen Angst. Das wirst du gleich sehen. So,
So. Ich würde sagen... Ich weiß nicht. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass eins von beiden eine Falle ist. Meinst du, Final baut Trollwege ein? Weiß ich nicht. Was meinst du, soll ich sie unten probieren oder den oberen Weg? Geh einfach mal hier lang. Final baut Trollwege ein. Ich dachte, wollte eigentlich vorhin noch sagen, Final baut doch keine Trollwege ein. Er hat doch letztens erst gesagt, er mag keine Trollwege oder so. Ist auch bewiesen, wofür der Sniper Joe da ist, nämlich nur damit du dich farmen kannst, für den Fall, dass du versehentlich runtergefallen bist. Für den Fall, dass es tatsächlich deswegen da ist, naja. Obwohl? Vielleicht ist es ja kein Trollweg. Vielleicht kann man sich daraus retten. Nein. Kann man den Carry nicht perfekt unter sich positionieren? Das ist zu eng für Carry. Okay. Ich hab's gerade probiert. Du hast es aber nicht getestet. Du bist nicht der Spieletester, ne? Darauf wollen wir mal bleiben. Ist du hast richtig, grade... aber es ist einfach zu eng für Carry. Gut, wenn du das sagst. Ich behaupte nicht, dass ich irgendwie hier das Final das nicht getestet hätte, aber ich bin mir zu 79% sicher, dass das nicht möglich ist, weil einfach. Ich bin halt immer leider jemand, der Mechaniken von Spielen oft leicht am Sehnischen erkennt. Und ich erkenne halt zum Beispiel, wenn ein Rush irgendwo reinpasst oder halt, wenn Carry eben nicht irgendwo reinpasst. Auch wenn ich es nur einmal gesehen habe. Naja, aber ist ja nicht so schlimm, dass da so ein Trollweg ist. Nur halt ärgerlich, dass er so weit am Ende ist. Ja. Immerhin haben wir Fortschritt gehabt. Wenn auch nur kurz. Was mich einfach viel mehr angekotzt hat, das müsste ich jetzt einfach mal kurz testen. Oh, diese Einfrierbahn. Denn du hast den Raum danach gesehen. Da war auf ultra engen Raum hätte man die Viecher da vor sich gehabt. Ich habe nicht so auf die Viecher geachtet. Ja, aber ich habe auf die Viecher mitgeachtet. Mir ist mehr der Spike ins Auge gestochen, der sich mitten in den Arsch gebohrt hat. Das war der Sunspike. Ja, wie gesagt, ich habe schon auf die Viecher geachtet und habe halt gesehen, dass die mir ziemlich nah an der Pelle sind. Naja, diesmal schaffst du es. Ja, mal sehen. Erstmal wieder hinkommen, ne? Ach, das machst du locker. Ein Osoma. Sag jetzt nicht diesen Spruch. Warum weißt du, was ich sagen wollte? Ich kann deine Gedanken lesen. Immer noch. Oh mein Gott. Tut mir leid, aber ich kann einfach zu gut dich durchschauen. Aber eigentlich, ne? Ist es ja ganz gut, wenn man auch mal... Du weißt doch, was ich jetzt sagen wollte? Sag doch ja oder nein, weißt du, was ich jetzt... Nee, eigentlich ist es doch ganz gut, wenn man mal... Es muss ja auch mal gut für die Zuschauer sein, ne? Ach ja, ja, man muss ja auch mal failen, ja. Genau, man muss ja auch mal failen. Du freust dich, wenn du failst, ne? Ja, ich freue mich, wenn ich fail, ja, schon klar. Weil ich faile gerne, denn es muss ja interessant für die Zuschauer sein.
Ja, sonst genau. Haben die ja nichts zu lachen, ne? Genau. Ich sehe jetzt schon einen zustimmenden Kommentar in den Kommentaren. Wir wissen aber nicht von wem, ne? Nein, wir wissen nicht von wem. Also ich glaube schon mal, dass es auf keinen Fall irgendwelche Wölfe sind. Ich hab das nur gesagt. Scheiße, Mann. Ja, doch so. Also noch offensichtlicher ging's nie, oder? Ja, komm, das war schon. Es war halt nur Wölfe, weißt du, draußen laufen ja Wölfe rum. Tja. Ja, natürlich. Simon, lebst du im Wald oder so? Ja. Aber wenigstens bin ich nur der Papa und nicht der Onkel, ne? Also wer es bis jetzt noch nicht verstanden hat, der tut mir leid. Das Beste ist ja, wenn die Person die Gemeinde so selber nicht verstanden hat. Da müsste ich aber richtig lachen. Die hat das schon verstanden. Ja, das würde mich auch sehr wundern, wenn nicht. Wenn nicht, dann würde ich an der Intelligenz dieser Person ein bisschen zweifeln. Aber schau mal, du hast noch viel Energie. Ja. Oh, yay. Jetzt kommt der dich verfolgt. Die verfolgen mich beide. Oh, den habe ich ausgetrickst. Achso, ich dachte, der erste rollt nur los. Der verfolgt mich auch. So, jetzt wird wieder ein spaßiger Screenwechsel sein. Oh Leute, falls ihr kein Interesse daran habt, unten ist eine Leiste, da könnt ihr vorspulen. Ja. Da könnt ihr dann sehen, also im besten Fall, wenn YouTube mal wieder nicht rumspackt, dann seht ihr auch schon so ein Vorlaufbild. Dann seht ihr dann, oh, bin ich immer noch in dem Raum oder bin ich dann nicht mehr in dem Raum? Und wenn ihr seht, oh, ich bin nicht mehr in dem Raum, dann könnt ihr ja mal da draufklicken und dann, das war schon fast tödlich gerade. Du kannst ja auch das für einen eigenen Part machen. Ecksprung Part 1, Ecksprung Part 2, Ecksprung Part 10, Ecksprung Part 400. Wäre doch lustig, ne? Ja, klar. Oh, Vögel wollen dich vögeln. Deswegen bin ich jetzt auch absichtlich runtergesprungen. Ich besitze keine Tierfetische. Aber das Spiel wäre genau das Richtige für Mordecai. Man kann den Screenwechsel nach oben wechseln. Ja. Oh Mann, so traurig es auch klingt, aber es ist tatsächlich so. Vielleicht, ich meine, nachdem ich das hier in Mega Man Game Boy 1 gesehen habe, muss ich ihn ja fast in den Schutz nehmen. Wenn er das nämlich gespielt hat, dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass er das deswegen gedacht hat. Ja, er sagt dann, ja, ich habe das gespielt. Ach, als ob er das gucken würde hier. Die Chancen, dass Mordecai jetzt dieses Video guckt, liegen doch bestimmt bei 1 zu 1 zu 1 Million oder so. Und wenn er es doch guckt, guten Tag Mordecai. Nein! Lass dich doch nicht immer so vögeln. Du lässt dich vögeln heute Nacht. Kannst du heute Nacht den Vogel fühlen? Oh Gott! Wie viele Anspielungen willst du heute noch in diesem Video anbringen? Das war doch nicht! Weißt du, was ich meine? Natürlich weiß ich, was du meinst. Das hat was mit der Zahl 200 zu tun. Ja, so mehr oder weniger. Ja, will ich nur mal so sagen. Bei der 200 wurden noch die Vögel Champions und haben mit Füchsen gesprochen.
oder mit Enten? Nee, ich glaube mit Füchsen war das. Ja, das ja. Ich weiß, was du meinst. Im Park sind Enten, habe ich gehört. Kloppen sich Leute ganz gerne drum. Ja, genau. Aber fehlt, für alle, fehlt nur noch, dass du eine irgendeine Anspielung bringst für die anderen Leute, die jetzt hier noch... Für alle, die das Video vorspulen wollen, könnt ihr ja am Daumennagel gucken. Okay, damit ist die nächste Anspielung, sehr schön. Ja. Wir können ja so eine kleine Challenge rausmachen. Versucht doch mal bitte zu erkennen, zu welcher Zeit Simon welchen YouTuber angeteasert hat. Oh, schlechtes Level-Design. Undurchdacht. Zu easy. Das ist zu easy. Ja, aber gut, wen haben wir denn da noch? Ich weiß es nicht. Ich will auch nicht die ganz bekloppten Sachen rausbringen, ne? Deswegen, die ganz extremen Sachen würde ich, wenn, dann lieber stark umschreiben, weil das soll ja nicht so offensichtlich sein. Aber mir fällt jetzt gar nichts mehr ein. Obwohl, eine Sache schon. Osoma, du hast da ein kleines Problem. Das merke ich, seit einigen Minuten hänge ich ja an diesem Screen schon. Mr. R. Ja. Weißt du, was eine richtig coole Anspielung wäre? Was? Wenn wir jetzt das Stevie anspielen würden, weil der dann könnte, und der könnte dann jederzeit theoretisch zurückkommen und dann in der Aufnahme reden. Ja, lol. Ja. Ich wollte gerade noch jemand anspielen, aber ich weiß nicht, wie ich das umschreiben kann, ohne dass es jemand sofort weiß, das Problem. Yes. Von dem hast du dir vorhin noch ein Video angeguckt. Aber gut. Ja, den hast du doch schon angespielt, oder? Ja, der soll ja nicht für dich, soll er für die Zuschauer angespielt sein. Verstehst du? Deswegen, die wüssten es ja nicht, aber... aber gut. Deswegen fällt mir gerade kein Anspiel, obwohl es gibt so viele Sachen, aber die sind zu offensichtlich, ist das Problem. Auch wenn das manchmal das Testige ein bisschen in oder out ist, ne? Ich hätte gerne ein bisschen Carry-Energie. Bisschen Carry-Energie! Ach, scheiße. Okay, wir farmen jetzt mal kurz an diesem Sniper-Joe. Das ist ja einer der leichten Sniper-Joes. Deswegen sollte das Farmen hier nicht so eine Qual sein. Und dann lässt er einfach mal eine große Waffenenergie fallen, dann ist gut. Oh, wenn er das machen würde, wäre ich jetzt gerade richtig froh. Energie ist auch nicht schlecht. Und wenn du dann stirbst, ne? Dann hast du ein Game Over. Es wird aber schon wieder ein ziemlich langer Part, merke ich gerade. Weil. Wir sind jetzt schon Du siehst, glaube ich, die Videozeit diesmal nicht, ne? Nein, sehe ich nicht. Wir sind nämlich jetzt bei 28 Minuten schon. Aber ich habe ja auch ewig. Aber ich habe ja auch. Ich glaube, das Game Over ist schon seit einer Weile nicht. Von daher. Oder wie manche sagen würden, Game Over. Ja, ich weiß doch schon, auf wen du da anspielst, aber. Ja. Die Anspielung hast du ja gerade eben schon gebracht. Ich hatte bloß nichts dazu gesagt. Ja. Kein Grund, sich das snipern zu lassen, ne? Ja. Deswegen ist jetzt gerade eine gute Anspielung. Ja. Okay. Ja. Aber wir sind ja nicht bei Kostak in Russland, also okay. Naja. Gut, ich weiß nichts mehr. Ich weiß nicht, könnte ich die Das hier ist denn? Außerdem nicht Sniper Joe, sondern Sniper Freak. Ah ja, Sniper Freak. Wen willst du noch anspielen? Ich weiß nicht. aber ich kann die nicht anspielen, ne? Alles zu offensichtlich. Ach so, okay. Also, ja, ist doch so. Ja, jetzt wo du Steve gesagt hast, ist sowieso schon so. Du hast ihn gerade sowieso schon gesagt, weil du hast doch gesagt, das wäre lustig. Ja, wenn aber jetzt wäre jetzt vielleicht keiner mehr in Erinnerung gehabt. Ja, aber ich hab's gerade. Ach ja.
liebe es, getroffen zu werden beim Farmen. Beim Ernten. Ja, beim Ernten. Pass auf die Trefferkisten auf. Die Trefferkisten sind echt schlimm. Ja. Aber wenn du das, wenn du einmal Save States machst, dann, wenn du Save States machst, dann darf man dir eine Strafe aufdrücken an Spiel, ne? Darf sich jeder strafen. Das muss ich mir noch überlegen. Ja, ist doch so. Aber wenn ich weiß, welche Anspielung es war. Und dann ist was. Aber ich wollte jetzt bloß nicht, ich wollte jetzt bloß ein Gegenargument bringen, weil am Ende heißt es dann wirklich noch, dass irgendjemand das macht. Weil jemand nicht gecheckt hat, dass das gerade eine Anspielung war. Richtig, richtig. Genau deswegen. Boah, jetzt schon. Ja gut, die Anspielung mit Final war vorhin auch ein bisschen zu einfach. Ja klar war die zu einfach. Zu einfach? Meine Fresse! Die Sache ist nur, ich kann keine Anspielung von mir selbst oder so machen, da ich das schlecht beurteilen kann. Das müsste eine neutrale Person machen. Ja. Deswegen fällt mir da zum Beispiel nichts ein. Ja. Aber die Person, naja, die da... vielleicht findest du auf dem Rückweg irgendeine. Ja, auf dem Rückweg könnte man natürlich eine Anspielung finden, das stimmt schon. Hätte ich mal lieber den Quick-Boomerang ausgerüstet, aber okay. Ja. Das ist einfach. Lebensenergie wäre schön. Ich weiß, ich bitte schon wieder um viele große Dinge, aber. Ob dieser Sniper-Freak hier heute die Liebe heute Nacht fühlen kann? Oh Gott! Der spürt meinen Schuss im Arsch heute Nacht. Oh, viel besser. Der ist nicht mit Liebe geladen. Viel besser sind Anspielungen, wenn nur wir die wissen und kein Arsch mit drauf kommen, was das ist. Wenn du was? Ja, wenn nur wir auf die, wenn nur wir die Anspielung wüssten, aber keiner sonst wüsste das. Ja, dann müssen die Leute, dann müssen die Leute das echt komplett durchforschen. Gibt's Leute, bei denen wir jetzt Anspielungen haben, die noch gar keinen Plan haben davon und auch keine anderen? Boah, ich weiß nicht. Ich will ja jetzt nicht aufzählen, wenn wir alles angespielt haben. Ja. Ich meine, das mit dem Rückweg kann man ja auch verraten. Ja, Scheiße, Alter. Stirb. Und trupp mir Lebensenergie. Ich hasse es, dass du das so selten machst. Elendiges, behindertes Arschloch. Oh Gott. Es wird ein langes Farm-Adventure wieder mal. Ich wollte gar nicht so lange farmen. Ich wollte bloß ganz kurz und dann... Aber nein. Es wird super geizig hier. Wow. Wer irgendwas Großes liebt, mir ist egal, was für eine große Sache. Ob nun Waffenenergie, Lebensenergie oder Leben, aber drop irgendwas. Wie viele Striche willst du noch haben? Carry will ich voll haben. Ja, dann arbeite doch weiter. Mein Gott, an deinem Strich da. Eigentlich wollte ich auch noch ein bisschen die Eismann-Waffe aufladen. Ja, dann schaff dir noch mehr an deinem Strich. Ist ja in Ordnung. Ja. Das ist halt so ein Hornbock hier. Geht bei den Sniper-Jones anschaffen.
Oh Gott. Allein die Vorstellung. Und dann noch die Vorstellung mit der Anspielung von Freien. Daran musst du dann noch denken. So. Also, Carrie reicht mir jetzt erstmal. Jetzt hätte ich gerne noch einen oder zwei kleine Waffenenergien für Iceman. Und vielleicht mit etwas Freude noch ein bisschen Lebensenergie. Ja, Freude hast du hier sehr viel, das stimmt. In diesem Freudenhaus. Okay. Mann, bist du ein Freak, ey. Boah, meine Fresse. Ja, ein Freak, der viel snipert. Ja, genau. Ist das hier? Mega Man in diesem Haus der Freude besucht. Weil es viel Freude macht. Ich will gar nicht wissen, was er abschießt auf Mega. Oh Mann. Jetzt hast du eine Regel gebrochen. Jetzt muss ich das Video ab 18 schalten. Oh Mann. Obwohl. Gibt es überhaupt einen Zuschauer, der nicht 18 ist und das Video guckt? Keine Ahnung. Waren deine Videos schon jemals nicht ab 18? Ja. Naja, weißt du noch? Ich habe erst gestern gemerkt, dass ich meine 18-Plus-Einschränkung gar nicht eingeschaltet habe. Ja, aber was war denn damals mit dem Video, wo du gesagt hast, jetzt hast du eine Regel gebrochen? Du meinst dieses hier? Ja, das damals, genau. Das wir damals aufgenommen haben. Ja, keine Ahnung. Ich sag mal, ist das eigentlich bei dir auch inzwischen so, dass du kannst auch Videos monetarisieren, oder? Kann man irgendwie, ja. Ich glaube, sie sind auch schon automatisch. Ja, die Sache ist, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei mir ist es jetzt in letzter Zeit so, ich weiß nicht, vielleicht war das früher auch schon so, aber ich kann jetzt plötzlich auswählen, was für eine Werbung ich auf meinen Videos haben will. Also so überspringbare Werbung, nicht überspringbare Werbung oder irgendwie nur so kurz aufploppend. Da habe ich jetzt mir, als ich das gesehen habe, habe ich gemeint, ja gut, okay, dann mache ich die nicht überspringbare Werbung, mache ich einfach aus, damit halt die Leute, wenn sie meine Videos gucken, nicht irgendwie von Werbung total genervt werden. Ja, gibt es eigentlich eine Funktion, wie man automatisch einfach jedes Video, was man hochlädt, ab 18 macht? Keine Ahnung. Dass automatisch sich das ab 18 schaltet? Ich weiß es nicht. Wäre wahrscheinlich bei meinen Videos vielleicht mal angebracht. Dass es so eine Funktion ergebe. Mann. Weißt du, du brauchst mir nur eine kleine Waffenenergie zu geben und dann bin ich schon zufrieden. Aber nein, du bist der geizigste Sniper-Joe, den es jemals gegeben hat auf dieser Welt. Im ganzen Final Castle. Scheiße doch! Gut, danke. Hab nichts gesagt. Okay, der Part geht weiter. Der Part wird spannend, der Part bleibt spannend. So, jetzt will ich die Iceman-Waffe haben. Jetzt werde ich erstmal seine Schüsse kurz abwarten. Nicht, dass er sich snipert. Genau. Siehst du das nämlich hier? Ja, immer auf dem Rückweg treffen, genau, ja. Wie viele von den Teilen hier einfach in dem Raum sind. Ja, zu wenig, finde ich auch. Ich finde, hier sind ein bisschen zu wenig Gegner, hättest du mehr machen sollen. Findest du auch, oder? Klar. So. Oh Gott, nach rechts fallen? Ich hoffe es einfach mal. Ist egal. Okay. Ist okay. Oh Gott, wie weit schießt du bitte diese scheiß Würmer? Oh, hier flackert's ein bisschen, aber egal. Was? Die Würmer können nochmal extra springen! Ist doch geil! Holy shit, verdammt nochmal! Oh, danke, ich konnte springen. Ja, dann hast du gleich einen Spaß mit den Würmern. Ich würde sagen, ein bisschen Eis würde da nicht schaden, oder? Ja, ich glaube, das muss ich auch tatsächlich machen. Aber ganz ehrlich, das war ja jetzt ultra gemein. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Da
Wenn es weitergeht, muss ich meine Hitman-Waffe gleich nochmal neu aufladen. Das waren vier auf einmal, genau. Schön auf dem Hinweg und auf dem Rückweg und so. Froh, dass ich das mit dem Stachel gerade nochmal hingekriegt habe direkt. Da habe ich immer noch drei Leben. Okay. Große Leben. Aber gut, man könnte ja den Trollweg hier im Grunde auch voraussehen. Da bei dem anderen, ne, ist eine Blockade oben. Ja, klar, aber es hätte ja auch einfach nur ein Bonuszeug sein können. Toll. Irgendeine Waffe würde ich nehmen. Versuch mal Elec und dann zerstör alles, oder geht das dann durch den Joe mit Elec? Stirb, Sniper Joe, ganz schnell. Fuck, ist dich nicht, verfickte Scheißvieh, ey. Oh, danke, es ist tot. Ist echt gemein gewesen. Vor allem, ich konnte es mit Eis nicht treffen, es war zu niedrig. Der Leck? Spikeball? Bitte mach den nicht noch weiter. Wow. Natürlich. Oh, der Freund! Stirb! Ganz schnell, bitte! Gott, verfickte Scheiße nochmal. Was kommt jetzt hier noch alles auf mich zu? Oh Gott. Noch einer, unten Susi. Ich hab gewusst, dass du gleich wieder anfängst zu feuern. Geht mein Eis aus. Schon froh, dass ich das aufgefüllt habe, ey. Lass doch das Geschütz auf. Ja. Irgendwas Gutes, bitte. Bitte. Da hier schon immer so ein Weili-Zeichen ist, habe ich so eine Hoffnung, dass jetzt eventuell tatsächlich mal der Boss kommt. Ich trau mich nicht. Oh mein Gott. Da ist eine Einerlücke, wo drin du ja, springen kannst. Ich hab's gesehen, aber. Oh, danke. Yay. Ja, toll. Seid mir echt freundlich. Nur nicht fahrlässig werden. So, komm. Ich muss hoffen, dass der Energie droppt. Oh nein, der Sniper Joe ist wieder da. Oh, natürlich. Oh. Nicht abschießen. Farmen. Das reicht nicht. Scheiße. Okay, hier muss ich jetzt mal ein bisschen Trick 17 nutzen. Okay, hietig, genau. Ich brauch mehr als drei. Oh mein Gott. Der alte Hitzkopf.
Wenn man zu viel Heat benutzt, kommt man ganz schön ins Schwitzen. Sei nett, drop mir Lebensenergie, das kann ich nämlich im Moment erst mal am meisten gebrauchen und Waffenenergie dann, wenn dir mal Genüge dazu ist. Aber Lebensenergie, damit ich nicht beim Farmen sterbe, bitte, bitte, bitte. Ich will echt langsam zum Boss kommen. Ja, langsam besser nicht, du willst schnell zum Boss kommen. Mir ist egal, ob ich langsam oder schnell zum Boss komme. Hauptsache, ich komme zum Boss. Und ich sterbe dabei nicht jetzt wegen irgendwelchen Klapalien. Irgendwann kommst du zum Boss. Ich frage mal, welchen Tag es sein wird. So. Das reicht erstmal für die Barriere. Eigentlich könnte ich auch versuchen, an dem zu farmen. Der hält nicht so viel aus. Der macht halt ein bisschen mehr Schaden, wenn er mich trifft. Okay, sehr schön. Ah ja, stimmt, du bist wieder da. Vergessen. Ja, hier kann man eigentlich ganz gut farmen. Ja, es geht. Das ist auf jeden Fall ganz akzeptabel. Solange ich ihn da oben nicht neu spawne, weil der ist echt mit der nervigste Spast. Autsch! Das war... Oh oh. Weitergehen oder farmen? Es ist so eine Sache. Ich versuch's weiter. Gut. Da muss jetzt No-Hit her. Einfach zu riskant gerade. So. Vorsicht, was kommt? Okay. Das war doof. Ich dachte, das wären Susi. Mit Carry drüber. Nee. Ich dachte, das wären einfach nur Susis gerade. Das ist der Boss. Hier geht's zum Boss. Ich bin hundertprozentig sicher. Okay. Wenn du das sagst, dann... Ja, hier ist der Boss. Ja, wir haben Fortschritt. Wir haben den Boss erreicht. Oh Gott, die machen mich alle One-Hit. Das war klar, ne? Also, das hast du kommen sehen. Gib's zu. Ja, ist so. Ich hab's kommen sehen, aber... Du kennst Final. Die fliegen so random. Das ist scheiße. Aber egal, jetzt habe ich einen Grund, offscreen mal den Boss zu trainieren im Original-Game. Okay, genau. Ich danke fürs Zusehen. Das war für diese Aufnahme zumindest der letzte Part. 49 Minuten, seid zufrieden. Und ja. Wir haben den finalen Boss gesehen. Phase 1. Phase 2 weiß ich noch ungefähr, was da war. Da muss ich nämlich den Mirror Beam einsetzen. Also Mirror Beam, dieses komische, den Spiegelreflektor-Teil von Anchor halt, damit ich seine Schüsse zurückwerfe. Okay. Aber in der ersten Phase muss ich ihn halt so abballern und oh ja, also. Das war schon eine Stage, ne? Wir sehen diese Stage beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss. Ciao, haut rein.